kommen aus München. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Minuten nach 12 und wir haben wirklich immer noch eine lange, lange, lange Schlange. Und die meisten Leute haben sich schon ein bisschen echt bequem gemacht, schauen einen Film an vielleicht, benutzen das schnelle Internet hier vorne am Apple Store aus oder wie ihr sehen könnt. Auch viele sind gerade nicht da, sind vielleicht Fastfood essen gegangen oder ähnliches. Security ist natürlich auch da, sind vorbereitet auf alles und ja, ich gehe jetzt einfach mal die Schlange runter wie immer. Groß was erzählen kann ich nicht, es ist nämlich nicht allzu viel passiert. Bis auf das Übliche, dass hier ein paar Decken verteilt wurden. Und ja, dass sich die Leute entsprechend bequem gemacht haben mit auch größeren Decken, Down-Decken und so weiter. Ich werde mich gleich ein bisschen nach Hause begeben. Akkus laden, duschen, ein bisschen umziehen und sozusagen 2-3 Stunden hier schwänzen aus der Schlange. Aber auch halb so wild, denn ich muss auch ein paar Produkte holen, die dann entsprechend morgen damit verglichen werden müssen, wie ein Nokia 925 oder ein Samsung Galaxy S4, Sony Xperia ZL, leider kein Z1 noch und weitere, damit ihr auch gleich morgen einige Vergleichsvideos sehen könnt. Aber ihr seht, ich kann wirklich Minuten und Minuten und Minuten lang laufen. Einige sitzen einfach mit dem Notebook da. Das Zelt steht natürlich immer noch, hätte ich jetzt auch gerne vorne. Wollte ich gar nicht nach Hause gehen, aber am besten noch mit einem Stromgenerator drin. Viele Leute haben sich auch vertikal schon gemütlich gemacht und sitzen nicht mal unbedingt auf dem Boden. Ich sehe schon, hier war vorne eine Kerze, die ist ins Mittel leider ausgegangen. Damit ihr ein bisschen vom Background-Infos her kriegt, viele Leute haben überhaupt keinen Bock, sich anzustellen. Für die Schweiz oder für Österreich werden auch hier teilweise 150, 200 Euro mehr für ein Gerät geboten. Also gibt es wirklich Leute, die extra herfahren, probieren 10, 20 Stück davon zu kaufen. Natürlich, man kann pro Kopf nur 5S kaufen und kann sich da nochmal hinten anstellen. Aber so wird man maximal an einem Tag vielleicht 4 oder 6 kaufen können, denke ich mal. Vielleicht 8, aber dann muss man wirklich jetzt schon da sein. Aber auf jeden Fall nur, damit ihr so ein bisschen den Background hört. Ich kaufe es mir teilweise privat, teilweise natürlich für die Vergleiche, die ich das ganze Jahr mache. Mit anderen Geräten, ihr habt es gemerkt, ich habe immer ein iPhone mit dabei sozusagen. Und das zweite, was ich mir hole, das ist für meinen Bruder, der eigentlich auch BlackBerry und iPhone nutzt oder Android nutzt, aber Apple auch sehr mag. Beziehungsweise die PC-Weltredaktion wird auch noch eins. Hier seht ihr auch Shisha und natürlich gemütlich hier wird gezockt. Da kommt mir ein Autofahrer entgegen. Wenn ihr nicht aus München seid, ihr merkt die Schlange schon wirklich lang. Ich laufe hier gleich 3 Minuten, weiß gar nicht mehr, was ich jetzt erzählen soll, aber wir sind an der Löwenhofpassage, das könnt ihr mal googeln und nachschauen, wie lang die Schlange ist, meterweise. Aber hey, seit der letzten Stunde sind hier wieder wirklich echt 100 Leute mehr. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber so viele Leute gab es echt noch nie oder wenn dann überhaupt erst, wenn der Verkauf schon angefangen hat, morgens um 8 war die Schlange dann echt so lang. Aber wenn dann alle Leute aufstehen, die Stühle zusammenpacken und ein bisschen aufrücken, dann wird es auch noch ein bisschen kürzer. So, also das war es hier mal wieder. Um 12 Uhr, um 3 oder 4 geht es von mir weiter. Bis dahin seht ihr wieder ein paar Updates vom Touchpad, wenn ihr nicht schläft oder ähnliches. Aber ja, ich denke mal, ihr geht auch schlafen. Von daher einfach dann morgen früh sehen wir uns dann wieder. Ihr seht mich dann auch immer vorbeilaufen, kann mich auch gerne ansprechen. Und ich gebe auch gerne oder ich mache auch gerne ein Interview mit euch. Und dann könnt ihr uns erzählen, wenn ihr nicht in den Kommentaren schon getan habt, wieso ihr euch gerne ein iPhone kaufen wollt. Mein Name ist Balschgal, vergesst nicht den Channel zu abonnieren und dann bis morgen sozusagen oder schon heute, denn es ist ja nach 12 Uhr.